Herzlich willkommen hier. Ein Thema jagt das andere. Wir sind jetzt im nächsten Seminar. Mein Name ist Juliane Paperlein. Ich leite das Medienressort von Horizont und ich begleite Sie jetzt durch die nächste Dreiviertelstunde. Unser Thema in diesem Seminar ist: Qualität ist ein großer Begriff. Was sind die richtigen Maßstäbe für Qualität in der Online-Werbung? Ja, worum geht's? Sie wissen das ja, die Investitionen in Digitalwerbung sind massiv gestiegen. Wir reden mittlerweile nicht über irgendeinen kleinen Millionenmarkt. Wir reden über Milliarden, die verteilt werden. Jetzt gab es gestern auch erstmals Zahlen zu Google und Facebook, die die Mediaagenturen geschätzt haben. Allein bei Google sind es 4 Milliarden, bei Facebook 1 Milliarde. Der OVK schätzt den Display-Umsatz für dieses Jahr auf fast 2 Milliarden. Also da geht es um richtig viel Geld. Und wenn es um viel Geld geht, dann wollen alle die, die das Geld ausgeben, ja auch wissen, ist das gut angelegt, ist das eine sinnvolle Investition? Und vor diesem Hintergrund diskutieren wir jetzt eigentlich seit 3 Jahren sehr heftig darüber, was ist Qualität und wie können wir die messen. Die Diskussionen gehen in 2 Richtungen. Das eine ist das Thema, sind Themen wie Ad Fraud, wie Viewability, wie Ad Blocker. Das sind alles Themen, die sich auch im weitesten Sinne auch mit Reichweite zu tun haben. Also wen erreiche ich denn auch wirklich mit meinen Investitionen? Und das andere nachgelagerte Thema ist dann irgendwie, geht tiefer rein, da geht es dann einfach um die Wirkung. Reden wir da über die richtigen Sachen? Ist eine Klickrate, ist das, woran wir Wirkung messen sollten? Oder auch, was bringt ein 3-Sekunden-Video auf Facebook im Vergleich zu einem Pre-Roll von 20 Sekunden? Also da hat man ein breites Feld. Und jetzt kommt auch noch Brand Safety dazu. Also Sie merken, viele Themen sind es. Ja, und was passiert? Die Werbung treibenden, die OWM fordert ständig Nachbesserungen. Gestern gab es auch mal eine Ankündigung von Facebook, die gesagt haben, sie machen jetzt mehr zum Thema Brand Safety. Und die deutschen Vermarkter sind natürlich alles andere als untätig und machen auch so einiges. Und darum, was hier so im Moment der Stand der Dinge ist, da wollen wir jetzt im Folgenden diskutieren. Nämlich mit Jörn Kaspring, Philipp von Hilgers, Andreas Hamdorf. Und für die Werbung Treibenden haben wir noch den Thomas Jukas Gracias, den ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Bitte einmal auf die Bühne. Ich stelle die Herren einmal kurz vor. Die Einleitung, die macht jetzt gleich der Björn Kaspring. Hier. Er ist ein Mann, der eigentlich auf allen digitalen Baustellen im Moment irgendwie zu Hause ist. Er ist der Vorsitzende der Fokusgruppe Digital Marketing Quality. Er ist der Vorstandsvorsitzende im Gesamtvorsitz der AGOF. Und nebenbei hat er auch noch einen richtigen Job, nämlich er ist Head of Premium Display bei Interactive Media Ströer Media. Da frage ich mich auch immer, heißt jetzt eigentlich Ströer oder heißt es immer noch Interactive? Ströer. Okay. Ströer Digital Media. Gut. Dann haben wir Philipp von Hilgers. Er ist Managing Director und Gründer von Metrics, einem Spezialisten für Sichtbarkeitsmessungen, den in Deutschland mittlerweile, glaube ich, auch deshalb sehr viel mehr kennen als noch vor einem Jahr, weil Metrics auch bei Facebook in die Karten hineinschauen darf. Metrics macht ebenfalls sehr viel bei Viewability-Initiativen und Herr von Hilgers ist stellvertretender Vorsitzender in der Fokusgruppe Digital Marketing Quality. Dann haben wir noch Andreas von Hamdorf, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender der Fokusgruppe Digital Marketing. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von Pilot, leitet die Fachabteilung Ad Operations, die auch für Tracking und für Reporting von der Mediaagentur zuständig ist. Und zu guter Letzt noch für die Werbung treibenden Thomas Jukas Gracias, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Sie machen es kürzer, ne? Sie sagen einfach okay. Jukas. Jukas reicht. Er ist bei der Techniker Krankenkasse im Marketing und die Techniker Krankenkasse wirbt ja sehr viel digital und hat sich auch intensiv mit Themen wie Viewability und Fraud auseinandergesetzt. So, und den Anfang macht jetzt Herr Kaspring und erzählt uns mal ein bisschen was. Genau, jetzt wollte ich erst was trinken, aber dann erzähle ich halt erst. Ja, gut, Sie können auch erst später trinken, so viel Zeit haben wir jetzt auch noch. Das passt schon, so durstig bin ich nicht. Gut, vielen Dank für die Einleitung erstmal, Frau Paperlein. Sehr nett, dass Sie uns heute hier durch die 40 Minuten begleiten und das Thema Qualität mit uns diskutieren wollen. Ich sage gerne mal was zur Fokusgruppe Digital Marketing Quality, ganz kurz als Einleitung. Warum gibt es die Fokusgruppe? Ich glaube, ich muss hier gibt es auch einen Klicker. Jawohl.
Wir haben tatsächlich, der ein oder andere wird es wissen, wir haben vor ein, zwei Jahren mal mit dem Lab Viewability eine Guideline Viewability für den deutschen Markt über den BVDW veröffentlicht. Das hat damals schon einen Großteil der Verwirrung, sagen wir mal, aus dem Markt genommen, was das Thema Sichtbarkeit angeht. Wir haben einiges an Standards in dieser Guideline Viewability gesetzt für den Markt, vor allen Dingen was Messverfahren betrifft, was Reportings betrifft. Daraufhin kam immer mehr über die Monate hinweg immer mehr Qualitätsthemen dazu, die über die Sichtbarkeit hinausgingen. Sie haben es angesprochen, Fraud, Brand Safety etc., dass wir im BVDW auch die Entscheidung getroffen haben, aus diesem kleinen, vermeintlich kleinen Lab Viewability eine Fokusgruppe Digital Marketing Quality zu formieren. Die steht jetzt hier zumindest in Person der drei Vorsitzenden vor Ihnen. Wir haben jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren die Arbeit aufgenommen und haben jetzt schon die ersten Themenfelder für uns abgesteckt. Was will diese Fokusgruppe? Sie will, wie gehabt, sie will dem Markt gewisse Benchmarks geben, sie will dem Markt Orientierung geben, Transparenz geben, vor allen Dingen Vergleichbarkeit geben. Ja, Vergleichbarkeit entsteht nur durch Benchmarks, Vergleichbarkeit entsteht nur durch Standards. Wir wollen eben über die Fokusgruppe Digital Marketing Quality eben das schaffen, Standards schaffen, Benchmarks schaffen, dem Markt Vergleichbarkeit geben, um, und Sie haben es ja auch angesprochen und aufgegriffen, wie wir das Seminar genannt haben, um am Ende diesen sehr breiten, sehr komplexen Qualitätsbegriff, unter dem wahrscheinlich jeder von uns, von Ihnen, was anderes versteht, greifbar zu machen. Also was ist am Ende Qualität? Wo ist Qualität drin, wenn was draufsteht? Formulieren wir es mal so. Und das möchten wir gerne aus der Fokusgruppe Digital Marketing Quality forcieren, das Thema ganz konkret. Die Ziele der Fokusgruppe sind relativ einfach zu umreißen. Es geht um Vertrauen, was wir dem Markt geben wollen, gerade was das Thema digitale Inventare, digitale Umfelder betrifft. Wir wollen, wie gerade schon gesagt, erklären und definieren, was eigentlich Qualität ist, um dem Markt eine klare Guidance zu geben über die Viewability hinaus, worum es geht bei dem Thema Qualität. Wir wollen am Ende, und da reden wir ja gleich drüber, Maßstäbe setzen, Benchmarks setzen, wenn es um Qualität geht. Der DMQ-Report, über den wir heute ausführlich sprechen, ist ja im Prinzip das erste Ergebnis dazu. Wir wollen in der nächsten Instanz Zertifizierung schaffen, die nicht nur Benchmarks liefert, sondern die Zertifizierung muss am Ende über eine Guideline hinaus eben die Standards auch verifizieren, die wir setzen. Und im Kern sind das Themen, die Sie zum Teil kennen, Better Ads. Wir haben mehrfach schon auch auf der DMEXCO darüber gehört. Stichwort Coalition for Better Ads, bei uns im Lab Better Ads sozusagen die deutsche Entsprechung dieser Koalition, der internationalen Koalition, worüber wir quasi auch direkt in die Koalition hineinarbeiten. Das heißt, unser Lab Better Ads arbeitet sehr eng abgestimmt mit der Coalition for Better Ads. Oliver von Wersch da, der Lab-Leiter. Wir haben das Thema Viewability, da werden wir gleich drüber reden ausführlich. Ad Fraud werden wir gleich nochmal ausführlich drüber reden. Und wir werden, folgen wir mal der Ankündigung von Facebook, ja, auch wir werden uns mit dem Thema Brand Safety beschäftigen, natürlich, und tun das auch schon. Jeder Vermarkter tut es schon lange. Jeder Premium-Vermarkter, für den ist das Thema Brand Safety keinesfalls neu, sondern schon lange selbstverständlich. Das werden wir noch tun, das wird auch noch folgen, das ist sozusagen auch noch ein bisschen der Ausblick, dass es da auch noch was Greifbares zu gibt. Ich will gar nicht so viel Zeit letztendlich mit der Vorrede verbringen, vielleicht einen ganz kurzen Ausblick oder Überblick über das, was bei dem Thema Viewability seit der Guideline passiert ist. Es gibt vom IB Europe eine Zertifizierung, initiiert von der sogenannten European Viewability Initiative, wo wir, und das sieht man hier an diesem etwas kryptischen Bild, wo ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehe, spielt jetzt auch gar nicht so eine große Rolle, wo wir als BVDW, auch als Fokusgruppe, sehr aktiv mitgearbeitet haben und wo wir als Markt tatsächlich einen sehr großen Einfluss haben. Ziel eben dieser Initiative ist es, am Ende eine Guideline, eine Zertifizierung aufzusetzen für Messdienstleister, um eben das Thema Daten, Viewability-Daten vergleichbarer zu machen. Also Hauptziel ist es eben, Messdifferenzen, Zähldifferenzen zu reduzieren, zu minimieren, weil wir ja immer weiter auch darauf hinauslaufen, dass Viewability eine Art von Abrechnungswährung werden wird. Zusammengefasst kann man auch in den einschlägigen Medien finden, nennt sich European Viewability Impressions Measurement Principles. Ja, ist ein Papier, was vom IB Europe rausgegeben wurde, was wir miterarbeitet haben, in unterschiedlichen Segmenten die Standardisierung vorantreibt. Wir werden das im deutschen Markt exekutieren über den BVDW und die AGOV gleichermaßen. Beide Organisationen werden bei der Zertifizierung zusammenarbeiten und werden dieses Framework aus dem IB Europe in den deutschen Markt übertragen. So, soweit erstmal der Vorrede zur Fokusgruppe DMQ. Heute geht es aber um den DMQ-Report, Kurzform.
Was haben wir da gemacht? Wir haben im Prinzip im ersten Wurf, und das finden wir natürlich, sonst würden wir hier nicht stehen, hochgradig spannend. Wir haben tatsächlich mal es geschafft, für die zwei wichtigsten KPIs in Sachen Qualität, nämlich Viewability und Fraud, mal Durchschnittswerte für den deutschen Markt zu ermitteln. Und das ist sehr, sehr interessant, sehr spannend, weil es letztendlich auch ein Stück weit aufräumt, mal an einer Stelle mit der Diskussion, die sehr leidenschaftlich geführt wird und teilweise auch sehr überhitzt geführt wird. Wir werden sicherlich die Diskussion heute im Kleinen hoffentlich hier auch ein bisschen haben. Über was reden wir eigentlich, wenn wir über Viewability und über Fraud im deutschen Markt reden? Wir wollen jetzt hier mit dem Q-Report die Durchschnittswerte für den deutschen Markt mal liefern und mal sozusagen diese Diskussion auch mal ein bisschen von der anderen Seite betrachten, ein wenig versachlichen, ein wenig auf Fakten reduzieren und auch da eine Vergleichbarkeit herzustellen. So, aber da werden wir jetzt, glaube ich, im Detail ein bisschen mehr drüber hören. Soweit von mir. Möchtest du direkt? Achso, okay. Ja, nee, vielen Dank, Herr Kaspring. Genau, ich wollte eigentlich nur überleiten zu Herrn von Hilgers, der jetzt noch ein bisschen mehr zu Viewability sagt. Ja, genau. Also vielleicht bei dem Stichwort Versachlichung. Viewability, das ist jetzt erstmal fast ein Kunstwort. Das heißt nicht irgendwie Visibility, es heißt Viewability, um sich da auch abzugrenzen, um das greifbarer zu machen. Technisch, was steht dahinter? Ja, erstmal eine Empfehlung und die Ersten, die da auch international sozusagen sehr hörbar eine Empfehlung ausgegeben haben. Das ist im US-Markt passiert, auch eine Initiative des dortigen IBs, aber auch alle anderen Marktteilnehmer haben sich da zusammengetan. Das passiert nicht so häufig, da muss schon es richtig im Gebälk krachen, dass unsere verschiedenen Verbände dann auch sagen, wir müssen hier mal einen gemeinsamen Konsens finden. Das ist so um 2012 passiert und es wurde auch eine Organisation in den USA beauftragt, das dann auch zu exekutieren, eine Non-Profit-Organisation namens Media Rating Council. Und die hat eine Empfehlung ausgesprochen und hat gesagt, wenn wir von Viewability sprechen, von einer Impression, von einer Werbeplatzierung, dann gibt es einen minimal sozusagen Konsens, was das heißen soll, nämlich dass eine Ad, eine Werbung mit mindestens 50% seiner Pixel für eine durchgängige Sekunde sichtbar geworden ist. Es ist dann nicht falsch, dass die Ad auch noch sehr viel länger sichtbar ist, aber das ist sozusagen das Mindestmaß, wo man sagen kann, ab dann können wir über eine Jubel Impression sprechen. Würde man vielleicht sagen, okay, das scheint ja irgendwie schaffbar, aber wir kommen gleich nochmal zu den Zahlen. Es ist gar nicht so einfach. Viele Werbung wird ausgeliefert und bleibt irgendwo im Prozess stecken. Und das ist im Grunde die Hälfte der Impression. Wir können uns darüber freuen. Ich versuche den Spannungsbogen noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, dass wir in Deutschland zum Glück bessere Zahlen sehen. Aber über den Daumen weltweit würde ich die Prognose wagen, dass eben die Hälfte dieser Impression eben nicht sichtbar sind und deswegen braucht es erstmal eine gemeinsame Definition. Diese Definition ist auch in vielen Märkten aufgegriffen worden, aber das Wichtigste ist, dass man jetzt in Europa sich darauf vorbereitet, genauso wie in den USA, diese Metrik hart zu machen, belastbar zu machen. Warum? Wir haben es in unserem Marketing, digitalen Marketingbereich mit etlichen KPIs zu tun, aber es gibt eigentlich nur sehr wenige KPIs, die am Ende schlagen sind, wenn es darum geht, auch abzurechnen. Das sind dann die KPIs, wo auch sozusagen am meisten Druck hinter ist, wo die verkaufende Seite und die einkaufende Seite sich am Ende auch am meisten reiben werden, um jeden Prozentpunkt, weil das ist pures Geld. Wir reden hier von einer Währung. So gesehen ist diese Jubel Impression ein ziemlich großer Schritt, weil wir etwas hinter uns lassen werden und was Neues nehmen werden, um darüber abzurechnen, nämlich die Ad-Impression bei Branding-Kampagnen nicht mehr als abrechnungsrelevante Einheit zu sehen, sondern uns dahin zu bewegen, dass es die Jubel-Impression ist. Und das muss in einer konsolidierten Form passieren. Da kann nicht einer irgendwie, ein Marktteilnehmer alleine jetzt sich sozusagen zum Schiedsrichter aufschwingen. Deswegen ist es gut, dass es diese Initiative gibt. Ich komme gerade aus einem Seminar, wo die europäische Initiative sich auch gerade vorgestellt hat. Und da schließen wir an. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Und Björn hat es auch schon eingangs im Intro gesagt.
Hier sollten keine einzelnen neue Räder irgendwie entwickelt werden, sondern wir müssen bei dem Thema Usability sehen, dass das auch etwas ist, was als Währung von Markt zu Markt weitergetragen werden und wir da mit einheitlichen Standards operieren. Wir haben uns eben entschieden, jetzt im ersten Aufschlag in diesem Report, den es übrigens in etlichen Exemplaren hier vorne auch gibt, also nach der, unserem Panel sind Sie herzlich eingeladen, sich das auch auszudrucken. Solange Sie jetzt nicht sagen, ich bin so digital und ich nehme kein Papier mehr in der Hand, ist das vielleicht auch nochmal eine bequeme Art, das zu studieren. Was ist dabei rausgekommen? Wir haben erstmal zur Datengrundlage die führenden Messdienstleister einfach mal gefragt. Mitrix war auch dabei, aber einer unter 6 Dienstleistern gefragt, was ihr denn da so an Sichtbarkeitswerten overall, also im gesamten deutschen Markt, bei allen Branding-Kampagnen so an Werten seht, haben das konsolidiert und haben das so aufbereitet, dass dabei rauskommt, dass 61% der Ad-Impression in Deutschland sichtbar werden. Das ist, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Ländern ein guter Durchschnitt. Dennoch zeigt es aber auch letztlich die Thematik, die wir haben, weil jeder, der in Marketingmaßnahmen investiert, der wird sich fragen, was ist denn bitteschön mit den anderen 40% der Impression, von denen jetzt nachweislich gesagt werden kann, die haben es leider nie irgendwo auf dem Bildschirm geschafft. Und daran arbeiten wir, aber wir brauchen erstmal auch solide Datengrundlagen, wir brauchen vergleichbare Zahlen, wenn verschiedene Systeme ins Spiel kommen. Wir haben deswegen auch nochmal den Minimalwert und den Maximalwert angegeben, um einfach auch nochmal zu zeigen, ja, da gibt es einen Korridor. Je nachdem, mit welchen Systemen man arbeitet, mit welchem Dienstleister man arbeitet, mit welchen Ad-Serving-Systemen man arbeitet, gibt es da Unterschiede. Die sogenannten Zähldifferenzen, da wird halt sehr, sehr viel auch zu Recht ja drum gestritten, weil es gibt dann zwei verschiedene Sichten auf die gleiche Dinge. Aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz, mal einfach auch zu zeigen, mit welchem Korridor wir hier zu tun haben. Und der liegt hier bei 6%. Also wenn man sich die Spreizung anguckt, vom Minimalwert zum Maximalwert, wenn wir über sämtlichen Inventaren sprechen. Ich denke, das ist schon mal so als Korridorwert eine gute Ausgangslage. 6% Unterschied auf Budgets umgelegt ist immer noch null. Aber das ist so mal so, um da auch einfach mal eine Größenordnung anzugeben. Wir haben das aber weiter differenziert und haben uns das auch nochmal angeschaut, wie sieht es bei Desktop aus. Man muss sagen, da haben wir auch mehr Zahlen einsammeln können von mehr Dienstleistern. Das ist eigentlich mit ein Grund, warum die Spreizung hier nochmal auch größer wird. Und da sehen wir als Minimalwert mal gerundet eine 50% und als Maximalwert eine 65%, im Durchschnitt 56. Und da sehen wir aber auch schon, dass das jetzt 15% Unterschiede sein können. Also da ist noch einiges zu tun. Wenn Sie sich fragen, wie kann das zustande kommen, es hat auch mit Guidelines zu tun, mit denen wir auch schon angefangen haben. Aber wir müssen die immer verbindlicher machen. Wir müssen klar machen, wenn jetzt gemessen wird, gehen wir wirklich von absolut den gleichen Werbeplatzierungen aus? Ist das der gleiche Zeitraum? Ist da die gleiche Datengrundlage genommen worden? Wie waren die Messraten und so weiter? Also da gibt es viele Faktoren, die einen Einfluss darauf haben können, was das Ergebnis ist. Und das wollen wir zusammenbringen. Und das kann nicht jeder Dienstleister für sich, sondern dazu braucht es auch Initiativen, wie hier jetzt auch von dem BVDW vorangetrieben, um das in den Griff zu kriegen. Bei Mobile ist die Spreizung auch deutlich. Und das ist einfach, liegt dann einfach auch daran, dass wir im Mobilbereich auch es mit ganz neuen Auslieferungsmethoden zu tun haben. Wir haben mobile Webseiten, wir haben aber auch Apps, die da genutzt werden, völlig verschiedene Dinge. Und da muss man erstmal auch sehen, wie man hier auch die Sichtbarkeit der Ads gemessen bekommt. Und das ist jetzt auch nicht nur allein jetzt eine Sache von Selbstauskünften, sondern es wird im nächsten Schritt, wie von Björn auch schon gesagt, Teil von Audits werden. Also Messdienstleister werden da auch nochmal auf den Prüfstand gebeten und man schaut sich genau an, wie sie denn messen, um dann eben aufzuspüren, warum man dann zum Teil auch zu verschiedenen Ergebnissen kommt und das Feld noch mehr zusammenzuführen. Dann haben wir eine
eine bessere Messbasis und können dann auch die Vergleichbarkeit garantieren, wenn eben verschiedene Vermarkter gemessen werden, Facebook gemessen wird oder wer auch immer, dass wir sagen können, der Zollstock, der hier verwendet worden ist, an den liegt es jetzt nicht, wenn jetzt Zahlen voneinander abweichen, dann ist es einfach so, dass die eine Platzierung mehr Sichtbarkeit generiert und eine andere Platzierung halt nicht so eine gute Sichtbarkeit produziert, aber das kann ja dann auch in dem Preis sozusagen auch reflektiert werden und dann ist ja auch alles okay. Aber die Transparenz ist damit auch hergestellt. Vielleicht so viel erstmal zu dem Viewability-Teil, dann würde ich, glaube ich, über oder Sie, genau. Frau Papelein, an Ihnen zurückgehen. Genau, jetzt kommen wir zum glaube ich, im Moment so am das Thema, was die meisten Fragen wirft Invalid Traffic. Herr Hamdorf, da sagen Sie noch ein bisschen was zu. Ja, danke für die Einladung. Invalid Traffic ist im Grunde schon genau der richtige Begriff. Viele hätten jetzt hier wahrscheinlich als große Überschrift den Begriff Ad Fraud erwartet. Da sind wir nämlich auch schon an einem sehr, sehr wichtigen Punkt, den wir im Rahmen dieser Studie auch festgestellt haben. Erstmal grundsätzlich, qua Definition ist eine Ad-Impression dann sichtbar, wenn sie von einem Menschen gesehen wurde. Das heißt also, die ganze Viewability-Messung setzt unter anderem voraus, dass wir über Techniken verfügen, die in der Lage sind, zwischen Menschen und Maschinen zu differenzieren. Und wenn wir über Maschinen sprechen, dann ist es der Fall, dass eben leider, was heißt leider, eigentlich ist es unser Glück, nicht der Großteil des Traffics im Internet von bösartigen Maschinen verursacht wird, sondern von gutartigen Maschinen, die auch offiziell bekannt sind und die von allen technischen Systemen rausgefiltert werden, die aber eben als sogenannter Invalid Traffic gelten und dementsprechend rausgerechnet werden müssen. Das sind dann eben zum Beispiel Bots von Google oder von Marktforschungsbeobachtungstools, die eben ständig Aufrufe von Werbung unter anderem initiieren und die alle bekannten und zertifizierten Systeme rausrechnen müssen. Das, was dann davon übrig bleibt, ist letztendlich das, was wir vermeintlich als eventuell betrügerisch bezeichnen. Und was wir jetzt unter anderem festgestellt haben, eben bei der Abfrage dieser Zahlen bei den technischen Dienstleistern, ist, dass es eben, wie wir auch wissen, keinen Standard dafür gibt. Das heißt also, was ist eigentlich Betrug in diesem Fall? Und geht es bei Betrug immer nur um die nichtmenschlichen Aufrufe? Geht es auch um falsche Werbeeinbindungen, wo Werbemittel, sagen wir, wohlwissend und mit betrügerischer Absicht in eine Internetseite falsch eingebunden werden, um eine Ad-Impression zu erzeugen, die aber gar keine Chance hat, gesehen zu werden, weil technische Verfahren halt dagegen sprechen? Und es gibt eben Systeme, die können das relativ gut erkennen. Es gibt Systeme, die limitieren sich dort und sagen, nein, ich weise eigentlich nur die Menge der nichtmenschlichen Traffic-Zahlen aus. Und so haben wir im Grunde ein Definitionsproblem, weshalb wir hier halt die Dienstleister gebeten haben, uns mal die Menge derer zu nennen, die nicht menschlich sind. Und da sind halt eben dann diese 2,2% rausgekommen, die auch im Report zu sehen sind. Oh, ich darf weiterklicken, Entschuldigung. Wir haben auch unter anderem den Ansatz gehabt, dass wir gerne unterscheiden wollten, weil die Frage eben immer wieder gestellt wird in Tagesgeschäft von Kunden, von meinen Kollegen in der Agentur oder eben auch aus der Branche. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen programmatisch eingekauften Kampagnen und direkt gebuchten Kampagnen? Also aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ja, es gibt Unterschiede, aber es ist relativ schwierig, diese Unterschiede durch die technischen Dienstleister herauszubekommen, indem wir jetzt sagen, liefert uns einfach mal Zahlen, weil die technischen Dienstleister nicht immer eindeutig erkennen können, was ist programmatisch und was nicht. Und dementsprechend steht die Zahl von dem einen oder anderen Dienstleister nicht zur Verfügung, weshalb wir sie hier auch nicht mit aufgenommen haben, diese Differenzierung gesagt haben, overall, über alles, was die technischen Dienstleister gemessen haben, und das sind programmatische Kampagnen, direkt gebuchte Kampagnen, Desktop-Kampagnen, Mobile-Kampagnen, Branding- und Performance-getriebene Kampagnen, alles in einen großen Topf geschmissen, haben wir in Deutschland einen Durchschnittswert von 2,2%. Ich gehe jetzt auch nicht weiter ins Detail ein, weil ich glaube, die Diskussion wird noch ein bisschen Spannung liefern und übergebe gerne wieder an Sie. Vielen Dank. Da würde ich dann auch direkt mal einhaken, weil Sie sagen, ja, Programmatic haben wir nicht gemessen. Sie haben ja die Zahlen von mehreren Dienstleistern, unter anderem Integral Ad Science, die haben gestern für Deutschland eine Zahl präsentiert, 15,9% Ad Fraud. Das ist, finde ich, eine erhebliche Diskrepanz. Haben Sie eine Idee, wie das zustande kommt beim selben Dienstleister? Ja, der obere Wert, den wir hier auf dem Chart sehen, beträgt 0,5. Der stammt auch von Integral und das ist der sogenannte optimierte Wert. Das heißt also, Integral sagt,
wenn man eine Kampagne optimiert durch entsprechende Tools, im Bitmanagement beispielsweise bei programmatischen Kampagnen oder per Hand optimiert und alles rausfiltert, was halt eben fraudulent ist aus dem Reporting, dann bleiben 0,5% übrig, die halt eben scheinbar betrügerisch sein könnten. Das ist der untere Wert, den Sie unter anderem in diesem Report veröffentlichen. Und das ist hier quasi in diesem Fall unsere Benchmark gewesen und nicht die 50%, die nicht optimiert sind. Aber glauben Sie, ist das nicht, also ich, für mich ist das jetzt ein Problem, dass da einmal eine Zahl existiert, die ist so klein, eine ist so groß, die kann man auch irgendwie erklären, aber wäre nicht zumindest mal wünschenswert, dass alle die, die sich hier dran beteiligt haben, mit einer ähnlichen Systematik nach draußen gehen? Das wäre sehr wünschenswert und das ist auch genau der Punkt, woran wir arbeiten. Es gibt halt diesen Standardstand heute nicht. Es gibt eine Definition oder eine Herangehensweise, die auch vom Media Rating Council quasi gehandhabt wird, die vorgibt, wie diese Zahlen rausgefiltert werden sollen, also wonach differenziert wird, eben diese offiziell bekannten Bots, die wir kennen, diese gutartigen und dann am Ende noch die, die über spezielle technische Verfahren selbst ermittelt werden von den technischen Dienstleistern. Aber wie sie ermittelt werden, welche Algorithmen dafür angewendet werden, was alles als nicht menschlich oder betrügerisch angegeben wird, das ist halt eben nicht eindeutig definiert. Und das ist genau das, was immer wieder hinterfragt werden muss, wenn solche Zahlen im Markt veröffentlicht werden. Also es gab vor einigen Monaten mal eine Veröffentlichung, da hieß es irgendwie 50% aller Werbekontakte werden nicht von Menschen verursacht. Das ist richtig. Mhm. Aber eben von diesen 50% sind weit über 98% oder 95%, je nachdem, wie man sie definiert, eben diese gutartigen Bots. Es bleibt also letztendlich das übrig, was wir hier auch ausgewiesen haben. Und ich denke mal, das ist wichtig, dass das definiert wird und auch im Markt eindeutig kommuniziert wird, damit die Systeme vergleichbar sind. Vielleicht ein Aspekt noch ergänzend dazu, was neben der Definition, und man sieht es ja auch an dem, was wir jetzt hier auf dem DMQ-Report haben, da steht sowohl Invalid Traffic als auch Ad Fraud drauf. Also da wird ja schon ein bisschen so dieses Dilemma klar, in dem wir uns da gerade bewegen. Auf der anderen Seite muss man halt einfach immer deutlich sagen, wir müssen, und das hat Integral an der Stelle ja auch getan, und damit ist Integral jetzt auch zum letzten Mal erwähnt, am Ende muss man in Märkte reinschauen. Man muss halt gucken, wie unterscheiden sich Märkte und wie unterscheiden sich verschiedene Auslieferungswege. Ja? Und wo kommt das Inventar, was ich einkaufe, eigentlich her? Also was ist das Umfeld, was ist sozusagen der Ursprung, was ist die Quelle des Inventars? Und wenn man diese drei Aspekte sich anschaut, wird man sehr, sehr große Unterschiede feststellen. Und wogegen wir ein Stück weit halt vorgehen wollen, auch als DMQ, oder was wir erzeugen wollen, ist eine sehr differenzierte Betrachtung auf dieses KPI. Dass wir sagen, zum einen wollen wir eine Definition finden, die auch wirklich klar ist, die eindeutig ist. Auf der anderen Seite wollen wir einen klaren Blick auf Deutschland, auf den deutschen Markt im Vergleich zu den internationalen Märkten. Und last but not least wollen wir auf jeden Fall auch eine Differenzierung in die verschiedensten Quellen. Ja, also wo kommt das Inventar her, was der Kunde am Ende die Agentur einkauft? Und da wird man sehr deutliche Unterschiede erkennen. Und das ist halt eben das, worauf wir auch hinaus wollen. Und dann frage ich nochmal Herr von Hilgers, weil Sie ja auch Messdienstleister sind. Also wenn dann Programmatic mal mit gemessen ist, das soll ja kommen mit der nächsten Auflage. Programmatic ist ja schon 40-50% des Inventars, sind so die Zahlen, die, glaube ich, auch vom BVDB rausgegeben werden. Ist der Anteil, der schon so gehandelt wird, glauben Sie, das wird sich dann nochmal nennenswert verändern? Ja, also ich denke, das wird sich nochmal verändern und in einer gewissen Weise ist Ihr Einwand auch total berechtigt, dass man jetzt sagen kann, ist das jetzt alles schon so abgeklärt mit dem Thema Fraud? Nein, ist es nicht. Also das ist jetzt die erste Version von diesem Report und wir haben, das müssen wir zugeben, im Zuge der Erstellung des Reports gesehen, wenn wir jetzt da zu verschiedenen Dienstleistern gehen, gerade bei dem Thema Fraud, dass es da noch sehr, sehr viel Verständigung braucht. Da würde ich einfach mal sagen, da hat die Sichtbarkeitsmessung einen viel höheren Reifegrad, ist vielleicht auch thematisch anders zu greifen, weil wir bei dem Fraud immer wieder über neue Fraud-Szenarien sprechen. Das ist nicht ganz so einfach zu definieren, aber das soll eben genau hiermit auch mit initiiert sein, dass dieser Verständigungsprozess einfach mal geführt wird, um da mehr Klarheit reinzubekommen. Reden wir eigentlich von den gleichen Dingen, wenn wir das jetzt irgendwie mit Fraud bezeichnen. Da ist Fraud vielleicht eher ein Überbegriff und der muss einfach nochmal schärfer gefasst werden. Und das ist auch, sehen wir als Teil unserer Aufgabe. Und wir werden in diesen Reports hoffentlich mit jeder Version dort auch nochmal präzisieren können, wie das jetzt genau die Definition jetzt von diesem Fraud-Wert ist. Also der Arbeitsauftrag, der besteht und wird mit jedem Report
hoffentlich noch mehr Klarheit hier produzieren. Aber das ist sozusagen, glaube ich, weniger uns anzulasten, sondern hat einfach auch damit zu tun, dass es ein relativ junges Phänomen ist. Mhm. Da eigentlich auch sehr viele Experten drauf schauen und jetzt es noch mal darum geht, dort einfach klarere Begriffe auch auszuprägen. Mhm. Herr Junkers, jetzt hole ich Sie mal mit ins Boot. Sie sind ja nun der arme Werbungtreibende, der sich in all diese Themen irgendwie reinarbeiten muss. Sie machen viel Digitalwerbung. Wie gehen Sie denn im Moment da ran? Haben Sie dann auch 5 Dienstleister noch, von denen Sie sich beraten lassen? Macht das die Mediaagentur? Besorgen Sie sich selber die Expertise? Also es ist ganz wichtig, dass man als Kunde versucht, eigene Expertise aufzubauen. Man kommt sicher bei diesen komplexen Themen nicht ohne eine Agentur aus und wiederum die Agentur dann wieder wahrscheinlich mit, braucht wiederum spezielle Dienstleister wie zum Beispiel Mitrix oder andere, die Messungen durchführen. Wir machen das schon eine ganze Weile. Wir haben ja die große Überschrift hier Qualität. Tatsächlich beobachten wir diese beiden Punkte Visibility und Fraud auch bei unseren Kampagnen, nehmen dafür auch ein bisschen Geld in die Hand. Das kostet ja sozusagen auch immer extra. Mhm. Wir glauben aber, dass es sich unterm Strich zumindest auch was Visibility angeht, für uns auf die längere Sicht auszahlt. Wichtig ist, glaube ich, dass man Know-how aufbaut, auch was die eigenen KPIs angeht. Also das ist bei uns schon ein ziemlich langer Prozess, der auch noch nicht am Ende ist und weil sich ja alles immer weiterentwickelt, vielleicht auch nie wirklich zu Ende kommt. Aber eben in die KPIs solche Qualitätskriterien mit einzubeziehen, ist ganz wichtig. Also eben zum Beispiel nicht einfach nur eine TKP-Betrachtung bei einem Mediaplan anzustellen, sondern zum Beispiel TKPs für sichtbare Impressions, selbst wenn man sie so nicht einkaufen kann, bei der Bewertung der Pläne ranzuziehen. Und mir fehlt eigentlich unter dem Qualitätsüberschrift ein ganz wichtiges Thema, was vielleicht nicht so sehr mit der Messung jetzt hier zu tun hat, aber kann man auch messen. Das ist nämlich Audience Verification. Also erreiche ich tatsächlich diejenigen, die ich erreichen will. Das ist bei uns ein großes Thema, weil wir zum Teil sehr spitze Zielgruppen versuchen zu erreichen. Und das ist auch, sag ich mal, unter ökonomischen Gesichtspunkten ein enormer Hebel, den man da bewegt. Und das ist aus unserer Erfahrung auch eines der schwierigsten Themen. Ich hoffe, dass auch da vielleicht durch Verbands- oder übergreifende Initiativen die Anbieter auf Standards sich einigen können und man da auch sozusagen mehr Grund in die ganze Sache reinkriegt. Grundsätzlich kann ich dem, was die Kollegen hier vorgestellt haben, nur sagen, das begrüßen wir sehr und unterstützen das auch, soweit wir können. Herr Kaspring, haben Sie Audience Verification auch schon im Pflichtenheft in Ihrer Fokusgruppe? Tatsächlich in der Fokusgruppe haben wir da, glaube ich, in der Form noch nicht so explizit drüber gesprochen. Erlauben Sie mir einmal kurz den Agrofood aufzusetzen, weil es am Ende tatsächlich auch in den Forderungen der OWM, die ja vor der Dimexco veröffentlicht worden sind, auch mit drin steckte. Da ging es um das Thema unabhängige Messbarkeit tatsächlich von Kampagnen. Ja, und da ist natürlich das Thema Audience Verification, Audience Messung mit drin. Und wir werden sehen, inwieweit das Überschneidungen jetzt in die DMQ hat oder in unsere Fokusgruppe hat. Es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die der AGOV mit ins Briefing, mit ins Aufgabenheftchen geschrieben wurde, dem Markt so eine Art von Referenz, von Standard sozusagen auch an die Hand zu geben. Inwieweit wir jetzt als DMQ da in der Lage sind, Standard zu schaffen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das anlegen, was da der Bedarf ist. Wir gehen ja eher in Richtung tatsächlich Vergleichbarkeit, Standardisierung und wie gesagt, in der AGOV hat es halt was mit der Währung zu tun, mit der Vergleichbarkeit der Kampagnen. Okay. Wenn man jetzt mal über die Qualitätsstandards redet, Sie haben es ja vorhin auch schon mal angerissen, wer eigentlich gerade alles sich auf dem Feld betätigt. Also es sind ja mehrere Initiativen in Deutschland, Europa, weltweit, die dann unterschiedliche Schnittstellen haben und da zusammenarbeiten. Wird das was? Also hat man, wenn man eine Coalition for Better Ads hat und dann die Fokusgruppe und dann eben noch einen Google, die wiederum einen eigenen mit dem nächsten Browser-Update auch nochmal eigene Standards setzen wollen, also wird man auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Ich glaube, also, ich traue mich jetzt einfach mal zu antworten. Ich glaube, in gewisser Weise schon. Es wird was bewegen, wenn es vielleicht auch nicht am Ende den internationalen Standard gibt, aber zumindest lokale Standards oder lokale Einigungen. Ob das nun bei der Coalition for Better Ads der Fall ist, wo vorgestern
beim Online-Ad-Summit auch schon die Aussage getätigt wurde, wir geben uns eigentlich gar nicht in Deutschland mit dem zufrieden, was da in Amerika erforscht wurde, sondern wir setzen eigentlich noch viel höhere Standards, wir haben höhere Ansprüche daran, was Werbeformate und letztendlich die Qualität der Werbung angeht, um Ad-Blocking oder was auch immer letztendlich möglichst zu vermeiden. Die Tatsache ist ja, es passiert sehr viel, es gibt sehr viele Initiativen, die sich damit beschäftigen mit dem Thema, und alleine schon die Tatsache, dass man sich damit beschäftigt, wird ein großes Stück dazu beitragen, dass sich da draußen am Markt einiges bewegt und verändert. Weil es ist, glaube ich, noch nie so schwer gewesen wie heute und vielleicht in Zukunft noch weiterhin noch schwerer, betrügerisch letztendlich tätig zu werden oder eben Werbemittel nicht sichtbar auszuliefern, weil wir jetzt halt eben die Instrumentarien an der Hand haben, das alles zu prüfen. Und damit ist nicht nur die Perspektive der Agenturen oder Kunden gemeint, sondern letztendlich genauso auch die Perspektive der Vermarkter, die das Instrumentarium an der Hand haben, ihr eigenes Portfolio zu screenen, was wir auch tagtäglich mitbekommen, dass sie das tun und selbst sehr viel Wert darauf legen, die Qualität zur Verfügung zu stellen, die man haben möchte. Da mag es nochmal Unterschiede zwischen Branding- und Performance-Kampagnen geben, aber last but not least, am Ende, glaube ich, wird es eine Art Selbstbereinigung des Marktes geben, früher oder später, ob wir uns auf den Standard einigen oder nicht. Also vielleicht ergänzend dazu, ich glaube, es ist wichtig, und ich hatte das Stichwort eben schon mal gebracht, man braucht internationale Kriterien. Das geht einfach nicht anders, weil viele Kunden, viele Werbungtreibende eben auch international unterwegs sind. Und es macht auch keinen Sinn, in Deutschland den Standard zu haben und direkt daneben in den Niederlanden den und in Österreich den. Ich glaube, es braucht wirklich definierte Rahmenbedingungen für einen internationalen Markt. Fakt. Aber, und du hast es angesprochen, wir haben die Situation bei dieser IAB-Initiative, bei dieser Viewability-Initiative des IAB Europes, da werden halt international gültige Standards gesetzt, in dem Fall für die Messung. Und dann entscheidet aber jeder Markt, jedes Land für sich, inwieweit kann man sozusagen diese Standards ausfüllen, muss sie ausfüllen und inwieweit geht man sogar über die Standards hinweg. Und ich finde, das ist ganz wichtig, eben wir als sehr relevanter Markt in Europa müssen da ein Stück weit Vorreiterrolle einnehmen. Wir müssen uns nicht damit zufrieden geben, was eine Coalition for Better Ads tut. Wir müssen uns auch nicht damit zufrieden geben, was ein IAB Tech Lab sich überlegt in Sachen Standards, sondern wir müssen Übersetzungen finden für unseren Markt. Wir müssen Übersetzungen finden für unsere Bedürfnisse in der Agentur, in der Kunden-Vermarkter-Beziehung und das dann entsprechend national anwendbar machen, sage ich mal. Und da sind wir, glaube ich, mit der DMQ auf einem guten Weg, eben genau diese Übersetzungsrolle zu leisten und dem Markt halt die gültigen Standards für den deutschen Markt tatsächlich zu liefern. Mhm. Herr von Hilgers, Sie sind ja in vielen Märkten auch unterwegs. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Also wird man hier in Deutschland eben sich die Zeit nehmen, wie wir das ja gerne machen mit unseren Joint Industry Committees und gute Standards finden, denen dann auch alle zusprechen? Oder wird der Markt auch einfach dann von Google und Facebook, die werden Standards setzen und irgendwann werden Kunden wie Herr Jokers, weil die Deutschen noch diskutieren, dann einfach den nehmen? Was denken Sie, wie geht sich das aus? Also wir haben heute das Glück gehabt, auch mit Facebook eine neue Lösung launchen zu können bei Meetrix. Sie hatten es eingangs schon erwähnt, wo wir jetzt auch in der Lage sind, nicht nur Publisher zu messen, wie wir das schon seit Jahren tun, sondern eben auch das Inventar von Facebook. Zu sagen, dass jetzt Facebook und Google dort die Standards von sich aus alleine setzen an der Stelle, ich glaube, man kann sagen, für viele Lösungen im Markt sind sie klar treibende Kräfte. Das irgendwie nicht zu sehen wäre, glaube ich, irgendwie eher Betriebsblindheit. Aber man muss, und da gibt es eigentlich eine ganz gute Formel von Martin Sorrell, der gesagt hat, wenn man gerade mit Blick auf Google und Facebook, die können noch so viele Spieler aufs Feld stellen, die können alles machen. Aber an einer Stelle wird es dann total unglaubwürdig, wenn sie auch noch den Schiedsrichter auch noch dahin stellen, der sie dann selber sozusagen das Zeugnis ausstellt. Das ist in dem ganzen Kreis, den sie da für sich auch erschließen, einfach das Segment, wo es gar nicht anders geht, als dass man dann Position beziehen muss. Und entweder ist man transparent oder man ist nicht transparent. Aber sich dann sozusagen hinzustellen und sich selber zu bewerten, das funktioniert nicht, das kauft einem ja keiner ab. So gesehen ist es, glaube ich, wirklich auch, liegt es auch an genau solchen Initiativen, das immer wieder auch einzufordern, die Vergleichbarkeit einzufordern, gemeinsame Standards einzufordern, weil sonst ist das eben nicht möglich. Dann ziehen sich einzelne Player zurück, sagen, nein, bei uns, das ist ein anderer Kosmos, wir sind unvergleichbar, könnt ihr nicht über den gleichen Kamm scheren, da gibt es keine gemeinsame Preisfindung.
Das ist dann so ein bisschen was sonst das Szenario, was droht. So gesehen sehen wir da auch als Advocation-Unternehmen ganz klar diesen Auftrag, diese Neutralität auch immer wieder irgendwie herzustellen und nicht sozusagen auf die eine oder andere Seite zu fallen. Das fängt schon an, wir haben gute Kunden auf der Publisher-Seite, wir haben gute Kunden auf der Agentur- und auf der Advertiser-Seite. Und wir müssen immer den Fokus hier behalten und sagen, es geht hier auch einfach um Bewertungsfragen und um Objektivierung und sozusagen nicht um eine kosmetische Komponente oder irgendein Bauchgefühl, sondern es wirklich so messbar wie irgendwie zu machen und das dann aber auch nicht als Blackbox, sondern auch viel von dem Wissen auch irgendwie zu teilen, sonst wird da kein Standard raus. Wir haben, weil Sie auch nach den Märkten fragten, in Österreich sehr früh mal eine Initiative gestartet, wirklich schon auf die Jubel Impression umzusteigen. Also etwas, was in den USA ausgerufen worden ist, wo man noch nicht angekommen ist, hier in Europa sich auch gerade vorbereitet, ist im Grunde in Österreich schon eingezogen worden. Wir waren da ausgewählt, als technische Plattform das möglich zu machen, in Absprache mit den Vermarktern und den Agenturen. Und haben dann aber auch gesehen, dass das funktionieren kann, dass das Reibung aus dem Markt rausnimmt und dass auch die Qualitätszahlen, die am Ende dabei rauskommen, für sich sprechen. Also wir haben in Österreich eine Sichtbarkeitsrate von 70%, das ist 10% über dem, was wir hier an die Wand geworfen haben. Das ist dann also schon, das zeigt, dass wenn man da an der Stelle ansetzt und bei den sozusagen bei der Absprache ansetzt, wie denn Dinge bewertet werden und ob sie wirklich die Sichtbarkeit im Vordergrund steht, hat einen großen Einfluss auf die Märkte. Ich würde zum Ende gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich auf die Zusammenhänge zwischen Viewability, Clutter und dann Adblockern am Ende. Also alle gucken jetzt nach Viewability, wollen in den sichtbaren Bereich. Der Vermarkter sagt dem Kunden dann nicht unbedingt, nee, ist aber doof, da stehen schon zwei Werbemittel, packt das dann auch noch drauf. Der Nutzer sieht am Ende gar keine Überschriften mehr, sondern nur noch Werbung und installiert sich einen Adblocker. Also gibt es da so Trade-off-Effekte, indem man versucht, das eine Übel quasi zu lösen, also bessere Viewability, dass man auf der anderen Seite die Nutzer aber vergrault? Also ich glaube, Ad-Clutter ist ja eher, führt dazu, dass vieles nicht sichtbar ist. Also je mehr Werbung ich auf einer Seite unterbringen möchte, dann rutscht sie halt irgendwann in den nicht sichtbaren Bereich. Ich denke, um es zu präzisieren, also im sichtbaren Bereich sieht man dann teilweise aber auch gerne mal 3, 4, 5 Werbemittel. Die sind alle im sichtbaren Bereich und die technische Messung geht ja noch nicht so weit, dass sie ihre Iris erkennt und weiß, wo sie jetzt nur wirklich draufschauen. Also ich nehme den Markt anders wahr. Ich sehe in den Gesprächen, die wir mit Vermarktern haben, legen auch die Vermarkter immer mehr Wert darauf, Adblocker zu vermeiden. Weil für die Vermarkter das Thema Adblocker natürlich viel relevanter ist als für uns als Kunden. Also wir zahlen ja nur dann, wenn die Werbung gezeigt wird. Wenn der Vermarkter Probleme damit hat, genug Leute zu finden, denen er die Werbung zeigt, ist das erstmal sein Problem. Aber Sie wollen ja die Leute auch. Ne? Das ja, ist auch aber noch Problem. Gibt es nicht das Problem, dass wir sozusagen keine Reichweiten mehr hätten wegen der Adblocker. Also so groß ist das Problem aus meiner Sicht noch nicht. Ich glaube aber, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn die Vermarkter darauf reagieren und weniger Werbung und vielleicht auch, sag ich mal, weniger störende Werbung, angemessenere Formate zu verwenden. Das ist eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall auch begrüßen. Sind Sie auch bereit, das mit zu gutieren, indem Sie mehr bezahlen? Ja, im Grunde wollen wir ja, also wenn es um das Thema Image geht, dass unsere Botschaft wirklich verstanden und wahrgenommen wird. Insofern ist es uns natürlich lieber, wenn wir möglichst alleine zu sehen sind und nicht zu viel ablenkende Botschaften daneben stehen und dass das unter Umständen teurer ist, als wenn jemand, der viel Werbung auf einer Seite platziert, ist klar. Also, aber wir sind insgesamt eher daran interessiert an Qualität, ja. So, insbesondere im Imagebereich. Herr Kaspring, dann setzen Sie zum Schluss doch noch mal kurz den Streuerhut auf. Ist das so? Sagen die Kunden, ja, super, klar, ihr räumt die Seite auf und wir zahlen gerne mehr für das eine Werbemittel, was dann da steht? Naja, pauschal ist es dann leider nicht immer so, aber wir oder respektive auch gerade ich haben natürlich ein großes Interesse daran, genau solche Produkte auch zu schaffen. Also ich sehe das ja immer aus einer Produktsicht. So, ich stehe in einer großen Diskussion oder immer im Austausch mit unseren Publishern. Das vergisst man ja oft in den Diskussionen. Ja, wir haben halt das Thema Technik, wir haben das Thema Auslieferungskette, wir haben das Thema Kampagnenoptimierung.
Aber am Ende ist der Publisher derjenige, der die Werbefläche zur Verfügung stellt. Ja, und den darf man in dieser Diskussion natürlich nicht ganz vergessen. Aber auch der Publisher hat natürlich ein Interesse daran, sein Inventar, sein Content, den er hat, auch bestmöglich zu vermarkten. Und am Ende des Tages ist für den Publisher die Qualität des Contents entscheidend. Am Ende aber auch die Möglichkeit, diesen Content quasi zu monetarisieren, ja, und da letztendlich zu refinanzieren darüber. Und je hochwertiger wir Produkte schaffen für sein Inventar, also auch hochwertiger, also im Sinne von eben jetzt nicht 4 Werbeformen im sichtbaren Bereich, sondern möglicherweise nur 1 oder 2 und schaffen eben auch eine gewisse Garantie auf Qualitätsfaktoren. Und das ist für mich das Entscheidende. Wir müssen am Ende wirklich völlig transparent sein in dem, was wir tun. Wir müssen Garantien liefern auf Qualitäts-KPIs, die Ihnen als Kunde wichtig sind. Und ich glaube, wenn wir das liefern können am Ende, wenn wir Garantien auf Qualität liefern können, auch in Abstimmung mit dem Publisher, dann ist, glaube ich, auch der Werbekunde bereit dazu, eben für diese Qualität auch mehr zu bezahlen. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe. Okay, schön. Sie sagten, am Ende wird man das dann liefern können. Wir sind auch schon am Ende. Unsere Zeit ist um. Ich danke Ihnen vielmals für die Diskussion. Ihnen erstmal vielmals für die Aufmerksamkeit. Und dann habe ich noch ein paar wertvolle Tipps, nämlich Sie möchten bitte jetzt alle einmal den Raum verlassen, auch wenn Sie für das nachfolgende Panel noch bleiben wollen, weil der muss einmal kurz leer geräumt werden. Die Publikation, von der wir jetzt so viel gesprochen haben, die finden Sie hier vorne, da können Sie sich gerne ein Exemplar mitnehmen. Und wenn Sie noch etwas genau wissen möchten, was der BVDW so macht, dann hinterlassen Sie doch Ihre Visitenkarte dort vorne in der Box, dann nimmt der Verband gerne mit Ihnen Kontakt auf. Und den Report gibt es auch digital auf der Internetseite des BVDW. Ja, nicht zu vergessen. Okay, vielen Dank und einen schönen Tag noch.